Ja, ich weiß, aber ich werde von diesem Mädchen, mit dem ich ausgehe, auf eine Firmenweihnachtsfeier geschleppt. Wirklich? Ich dachte, du warst letzte Woche mit der auf einer Firmenweihnachtsfeier. Was? Oh nein, das war das andere Mädchen, mit dem ich ausgehe. Ihr Name war Kautsch. Sagtest du gerade Couch und hast es merkwürdig ausgesprochen, damit es wie ein Name klingt? Was ist los, Brian? Ach, na schön, ich schmuggle mich auf Weihnachtsfeiern, weil ich scharf auf die Gratisdrinks und die einsam besoffenen Frauen bin. Oh, du nervst auf Weihnachtsfeiern rum, so wie der Fettsack auf Poolpartys rumnervt. Da du jetzt älter wirst, Chris, ist es an der Zeit, dass du ein klassisches Poolpartyspiel lernst. Rede mit einer Frau von jemandem, die einen Bikini trägt, bis sie sich beschämt bedeckt. Na, Bonnie, wie ist das Leben? Oh, es ist alles bestens. In letzter Zeit ist ziemlich viel los, weil Susie angefangen hat zu... Okay, tschüss. Mann, das waren keine 2 Sekunden. Hey, Peter, was hast du in letzter Zeit im Fernsehen gesehen? Ach, weißt du, dies und das. Eine Doku-Serie namens Die Transporter. Die finde ich Okay, tschüss. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen. Wir dürfen bei ihnen wohnen, bis unser Haus wieder steht. Toll. Das wird noch beschissener als Müslix. Diese deutschen Frühstücksflocken. Guten Morgen. Probier mich. Ich bin aus Hafer und Ballaststoffen. Okay, hört sich gesund an. Ja, ich bin aus NRW und würde beim Kacken zugucken. Na, ich weiß nicht. Komm schon. Das wird dein und mein kleines Geheimnis. Nur wir beide. Nimm mich mit nach Haus. Okay, aber nur du. Jetzt fühle ich mich nicht mehr sicher. Hör auf zu reden, konzentrier dich aufs Kacken! Müslix, die seltsamen europäischen Flocken, die dir gern beim Kacken zusehen. Guten Morgen, Judy Greer. Morgen, Lois. Wie war Ihr Abend gestern Abend? Schön, ich habe trainiert, Essen gemacht, Zeit mit der Familie verbracht und um 11 war Peter brav zwischen meinen Beinen. Gott, ich bewundere Sie. Genau dafür sind Sie da, Judy Greer. Oh, hätte ich fast vergessen. Bert will Sie in seinem Büro sehen. Ach, worum geht es? Hat er nicht gesagt, aber es klang Hashtag Ernst. Ein Gespräch mit dem Boss. Das wird schlimmer, als eine Spinne in der Küche zu finden. Oh mein Gott, Peter, es ist eine Spinne hier drin! Ja, ich weiß, du Genie. Och, armer Daddy. Weißt du was? Wir nehmen ihn mit nach Hause und pflegen ihn, bis er wieder 100% fit ist. Was? Oh, komm schon, ich will auch, dass es Grandpa besser geht, aber ihn bei uns wohnen lassen? Warum kümmert sich Grandma nicht um ihn? Sie ist beschäftigt, sie ist in der Antarktis, um einen Pinguin zu stehlen. Pinguin? Daddy wird unsere ganze Unterstützung und Liebe brauchen. Dafür bin ich genau der Richtige. Unterstützung habe ich voll drauf. Bei Mad Men war ich Christina Hendricks BH. Joan, berufen Sie ein Meeting der Partner ein. Hilfe! Das ist echt zu viel von mir verlangt. Wenigstens bist du dort. Ich bin die Unterhose von John Hamm. Warum bin ich die Söckchen von Elizabeth Moss? Chris und ich sollten tauschen. Ja, tauschen wir. Wir tauschen. McGriffin, Sie haben Ihrem Bruder das Leben gerettet und ich darf Ihnen Ihren Preis präsentieren. Sie werden das Stadtgespräch sein mit Ihrer neuen Macaroni-Kette. So sieht's aus. Sie werden die Spooner Street entlang flanieren mit dieser Zahnseide-Macaroni-Kette aus Oral-B-Zahnseide und Pasta Barilla. Pasta Barilla, der Geschmack Italiens bei Ihnen zu Hause. Und nun ist es Zeit für Bethany Frankel, Amerikas beliebtestes Talkshow-Piratenskelett. Dad, runter von mir! Runter von mir, Dad! Hey, hey, runter von meiner Schwester! Gescheißende Zwerg. Autsch. Wow, das Buch hat was gebracht. Sein Hut fliegt weg, weil er beleidigt wird. Peter, lass das Baby in Ruhe. Es reicht, dass du fett bist. Du musst nicht auch noch fett und unsympathisch sein. Wow, du bist mit dem Buch weiter als ich. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich hole meinen Hut wieder. Und warum sitzt du auf der Couch, Mac? Du weißt, dass du nicht auf die Möbel darfst. Wie schrecklich. Sie sitzt einfach da und nimmt es hin. Dabei hat sie ein besseres Leben verdient, Brian. Und weißt du was? Ich werde es ihr ermöglichen. Wie willst du das schaffen? Ich weiß nicht, aber es wird eine Herausforderung. Wie zu versuchen, traurig zu wirken, wenn man Flipflops trägt. Mein herzliches Beileid. Mein herzliches Beileid. Mein herzliches Beileid. Mein Beileid. Sagen Sie mir, wenn ich helfen kann. Mein Beileid. Verzeihung, wer fährt einen Buggy mit dem amtlichen Kennzeichen Flip-Flip? Sie blockieren die Trauerprozession. Ja. Also lauft nicht so weit weg, Kinder. Ihr wisst ja, in Supermärkten werden mehr Kinder entführt als irgendwo sonst. Hey! Ah, Sie haben mich erwischt. Sie waren nicht schnell genug, Sie Schlingel. Nicht schnell genug, nein, nein, aber ich war nah dran. Und ob Sie nah dran waren... Mom, die Party ist kacke. Ich meine Luftballons, Topfschlagen und blinde Kuh? Ich bin keine 5 Jahre mehr. Dein Vater hat sich sehr viel Mühe mit dieser Party gemacht. Und er hat noch eine große Überraschung für dich. Hallöchen, Kinder. Ich bin Pisspaule, der stinkbesoffene Penner-Clown. Ich bin ein liebenswerter Bursche, der Sachen aus der Kleidersammlung trägt und aus euren Mülltonnen frisst. Ein Clown?
Dad, ich bin 17. Rate mal, was Pisspaule für ein super Geschenk für dich hat. Ein Halstuch. Ich will kein Halstuch, Dad. Tja, wie wär's dann mit einem Dutzend Halstücher? Peter, ich glaube nicht, dass man die wirklich runterschlucken sollte. Ich... Hier für dich, Mac. Ich will die nicht. Nimm sie! Hey, sind meine langen Unterhosen damit dran gebunden? Nein. Oh Gott. Au! Au! Au!